Der Überbau-Grömer Park war ein Jahrhundertprojekt für die Gemeinde Oberempfelden. Es ist selten, dass man so ein grosses Projekt als Bauherrvertreter auch umsetzen darf. Man hat auch klar gesehen, was man für einen Preis bekommt. Und das ist natürlich auch gut für die Gemeinde. Das Land, wo der Römerpark jetzt draufsteht, war früher Landwirtschaftsland und in den 70er Jahren als Mehrfamilienhausland eingezont worden. Bis es dann zum Verkauf kam, 2016, sind also 12 Jahre vergangen, bis man so weit war. Es ist in Oberempfelden ein ganz neues Quartier entstanden, mit vielen jungen Leuten. Es ist viel Leben hier im Römerpark. Es hat einen eigenen Dorfladen bekommen, das Quartier. Ja, es hat sich sehr viel verändert. Man erkennt die Handschrift eines erfahrenen Projektentwicklers und Bauherrn. Und das sieht man dann vor allem an den Grundriss und an der Qualität dieser Wohnungen. Ich habe mit Freude festgestellt, dass die Ziele gut verwirklicht werden können, was nicht ganz einfach ist in so einem grossen Projekt. Man hat sich sehr schnell gefunden. Wir hatten sehr viele Themen, die wir gemeinsam entscheiden mussten. Das ist immer unkompliziert und professionell bearbeitet worden. Also für uns wünschen wir uns eigentlich in der Regel sättige Partner. Und da kann ich nur sagen, ich würde jederzeit mit dem Römerpark wieder etwas machen, wenn wir in der gleichen Situation wären.